Hallo und herzlich willkommen zum DuliTV Adventskalender. Ein neues Türchen, ein neuer Tag. Ist das nicht genial? Das macht Spaß. Heute mit was Informativen, was Wichtigen. Genau. Was jeder braucht, der ein Mensch ist. Es ist nämlich Weihnachten und die gesellschaftliche Konvention sagt, dass man sich zu Weihnachten was schenken muss. Richtig. Was aber, wenn man vergessen hat, dass man was schenken muss und nichts hat. Und dafür gibt es jetzt den Ultimate Survival Guide. How to make an improvised present for your lovely ones. Dazu brauchen wir geile Sachen. Alufolie. Geschenkpapier. Geschenkpapier geht immer. Das Geschenk. Hier jetzt mal eine Dreiersteckdose. Geht eigentlich immer. Braucht man immer. Und hat auch jeder. Das Geile ist, die kann man so geil verzwirbeln hier. Wir haben das schon mal vorbereitet. Das Geschenk. Deko brauchen wir natürlich. Noch, weil nur Alufolie, also Alufolie ist zwar schon Premium, glitzert. Es glitzert, man sieht sich selber drin und Leute, die geil aussehen, denken sich, geiles Geschenk. Richtig. Und deshalb Deko. Eine Schleife braucht man. Dafür braucht ihr nur zwei geile Strohhalme. Und die hat auch jeder zu Hause. Und notfalls so schnell zu Mac ist. Die sind sogar noch wieder gestreift. Jeder kennt den Mistelzweig. Oh. Jeder mag Tannenbäume. Oh. Also brauchen wir auch ein bisschen was Grünes da drauf. Deshalb nehmen wir einfach einen Tomatenstrauch. Hat auch immer jeder. Auch drauf. Und was wir jetzt noch brauchen? Haben wir noch was? Nur noch quasi um das Ganze fertig. Ach ja, Utensilien zum Zerschnibbeln. Jeder hat eine Gartenschere, jeder hat einen Gummi. Band. Oh. Geht los. Schön drauf achten, dass das schön knittrig ist, damit das überall wie Diamant glänzt. Geschenk fertig. Schleife drum, aka geile Strohhelmchen. Sieht so geil aus, jetzt schon. Mistelzweig nicht vergessen. Schön noch ein bisschen anschnipsen. Oh, sehr gut. Ich würde sagen, das ist improvisiert. Hat nicht jeder, hat noch nie jemand bekommen. Schnell gemacht. Ja, aber die Deko fällt bei Geschenken immer auf. Die Deko fällt, die braucht auch niemand. Was sind eure improvisierten Geschenke? Ich wollte also, wenn ich so ein Ding bekommen würde. Also ich würde erstmal hart feiern. Also ehrlich gesagt. Gut, meine erste Hoffnung wäre, dass ich ein Dürüm geschenkt bekomme. Ich wäre erstmal enttäuscht, weil ich auf einen Döner gehofft hätte, aber dann eine Dreiersteckdose verpackt in Alufolie mit einer improvisierten Schleife und Tomatenstrauch. Also geiler geht es eigentlich nicht. Vor allem, es ist halt nicht nur ein Geschenk, wenn man jetzt mal wirklich überlegt. Das sind voll viele Geschenke in einem. Du kannst die Strohhalme verwenden, Tomatenstrauch vielleicht nicht direkt, aber der Gummiband, also ohne Witz, Gummiband. Geh mal in einen Haushalt. Also jeder hat zwar immer ein Gummiband, aber frag mal nach dem zweiten. Dann bist du derjenige mit dem zweiten. Und genau, eine Dreiersteckdose braucht auch jeder. Deshalb, das wäre jetzt unser Tipp. Zum Geschenke verpacken, Geschenk verschenken. Notfallsituation. Emergency. Emergency Kit for the Presents. Unser Tipp. Was ist euer Tipp für improvisierte Geschenke? Kauft ihr gerne mal improvisierte Geschenke? Schreibt sie in die Kommentare. Jingle bell.